Hallo zusammen, hallo Freunde. Muss ich erst mal was loswerden? Das letzte Bild, was ich ja gemacht habe. Ihr kennt das mit dem Cellcrate an dem Bubble Booster. Schaut es euch an, wie es verlaufen ist. Also nichts gegen Bösner, aber die Rahmen, die Eco von Bösner, die könnt ihr vergessen. Schaut mal, wie die lommelig sind, also wirklich weich. Der Rand, da läuft es immer zurück. Hier, ich weiß, ob ihr es sehen könnt. Ah, ist blöd jetzt hier, weil es so groß ist. Hier zum Beispiel. Das habe ich schon beim Trocknen gemerkt. Die Zellen, alles gut. Aber alles nach unten gelaufen. Ich habe alles in der Waage gehabt. Das könnt ihr auch vergessen, dann mit Keile reinmachen. Wenn der Rahmen schlecht bespannt ist, ne, ihr seht, weiß ihr, was ihr sehen könnt. Das ist könnt ihr vergessen. Da könnt ihr alles in die Waage legen. Das ist blöd. Mich stinkt es an. Ich vernichte den Rahmen. Jetzt mal keinen mehr kaufen. Ihr merkt, ich bin gerade richtig stinkig. Kein Problem, ich mache nochmal so ein Bild. Meine Frau hat sich auch schon drauf gefreut. Aber da bin ich richtig stinkig. Der kommt in den Müll. Kauft die von Gerstegger, die sind richtig gut und auch günstig soweit. Da braucht ihr nicht die teuren nehmen. Da sind ja auch die günstigeren. Aber selbst ich habe schon gute probiert, funktioniert nicht. Gerstegger ist gut oder kauft bei, keine Ahnung, Thomas Philips die günstigen Rahmen oder Pixhaus, falls es einer was sagt, oder Teddy, gibt es manchmal auch Rahmen. Wenn ihr gute Bilder machen möchtet, kauft natürlich teure Rahmen, ganz klar. Wenn ihr es gerade mal für Kunden, Kundenaufträge oder sowas macht, aber ansonsten, ihr seht, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich mache nochmal ein Bild. Heute, ich beruhige mich wieder, heute mache ich das krasse Gegenteil. Das ist ein Keilrahmen, der ist 50 auf 100. Und mache es mit einem 100er Silikon. Das heißt, ich lasse viel mehr auseinanderlaufen, damit es einfach ja, große Riesenzellen gibt. Also wie gesagt, das komplette Gegenteil. Und ich werde demnächst auch nochmal so ein Bild machen. Dann lasst uns starten. Mann! So, ich habe die Kamera jetzt mal hier rechts von mir aufgestellt, weil ich hier zu eng ist und ich das Bild gar nicht ganz drauf bekomme. Also es ist 100 auf 50. Soweit gut bespannt. Das ist das, was ich vorher erwähnt habe. Und vor allem die bleiben dann auch so. Ich nehme, wie gesagt, das Silikon 100, das ganz dünne dieses Mal. Macht da überall 3 Tropfen rein. Außer in weiß natürlich. Farben habe ich angerührt. Das ist ein Rot-Violett. Eigentlich alle von Amsterdam. Türkis-Blau. Ein schönes Gelb-Grün. Das sind die Expertfarben. Dann Bronze. Und auch eigentlich eine schöne Farbe, dieses Gelb-Gold. Oder Gold-Gelb. Wie haben wir? Und diesmal 3 Becher Weiß. Und was ich jetzt noch ausprobieren möchte, könnt ihr sehen, mein neues Wischgerät. Muss ich aufpassen jetzt mit der Kamera. Was für Rechtshänder und was für Linkshänder. Ist richtig cool. Kann man auch so schön swipen dann. Das teste ich jetzt auch mal gleichzeitig aus.
Okay, probieren wir noch mal kurz die Farben um, wo das Silikon drin ist. Ich möchte jetzt große Zellen machen, ich lasse es also viel laufen. Mache ja auch einen Zweig wieder. Und werde dann praktisch gar nicht so viel Farbe machen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Okay, angerührt ganz normal wieder mit Vinylkleber. Dass ihr das auch wisst. Und dann legen wir auch schon los. Ich kurz mal die Luft ein bisschen ausmachen. So. Also seht, ich gehe auch gar nicht so weit raus. Da bin ich eigentlich fast schon zu weit draußen. Das dürfte eigentlich schon reichen. Manchmal ist der weniger mehr, ne, wie wir kennen. So, hier brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Farbe. Okay. Passt mal auf. Ne, ich mach's normal. Dieser Abwischer gibt es übrigens bei Lidl gerade. Für wenig Geld, sag ich jetzt einfach mal. Ein bisschen Blau drin gehabt. Ich fahre auch gar nicht wieder ganz raus, weil ich ja gar nicht bis zum Rand die Farbe haben möchte. Und immer gut abputzen, das seht ihr hier. Dann schafft man wieder Farbe. Oh, das lässt sich nicht gut abputzen. Da habe ich gerade das Gefühl, obwohl es eigentlich Silikon vorne dran ist. Okay. Naja. Versuch war es wert mit dem Teil. Okay. So, immer gut abwischen. Das reicht mir schon. Jetzt lassen wir es schön laufen.
ersten Mal. Ups, das ist mir ein bisschen gefallen. Und ich werde es nämlich jetzt schon erhitzen, um schon Zellen zu bekommen und dann noch etwas weiterlaufen lassen. Denkt auch dran, je mehr ihr laufen lasst, umso dünner die Schicht dann ist, umso weniger kann nachher auch noch verlaufen. Na komm schon. Gehe ich am besten mal auf die andere Seite. Ja, da fehlt nämlich auch noch. Ha! Ein bisschen fehlt noch hier. Jetzt seht ihr, warum ich nicht so weit nach Hause gemacht habe, weil es läuft einiges an Farbe runter. Aber das ist okay. Jetzt habe ich gesehen, dass diese Seite noch etwas so runterläuft. Jetzt? Ja, voll. Ja oder ja? Nee. Da ist doch noch. Ja, das ist nicht so einfach. Nicht so einfach. Jetzt? Okay. Jetzt mal alles mal wieder reinlaufen. Dass alles wieder etwas in die Mitte ist. Und das jetzt mal die Kanten ein bisschen zumachen. Den Kabel. Den Kabel. Das haben wir nicht. Die Farbschwester Toni, gell?
Jesus, Jesus. Und das ist gut, wa? Okay. Sieht vielleicht jetzt noch nichts aus, aber abwarten. Da macht sich schon was bemerkbar. So, noch mal kurz erhitzen. Weil durch das Laufen lassen jetzt noch sind die Zellen nicht so ganz kreisrund, was auch ein bisschen anders aussieht dann, wenn ich gar nicht schlecht finde. So. Das passt. Und jetzt lassen wir es einfach mal für, sagen wir, 10-15 Minuten einwirken. Dann seht ihr noch, wie das nachgearbeitet hat. Dann bis gleich. So, Freunde. Das Ganze mal von nahem. Also ihr seht doch das Laufen lassen. Noch danach, außer da, wo sich nochmal welche gebildet haben, so wie hier. Kann man dann schon ein bisschen andere Formen bilden. Wir müssen natürlich auch warten, wenn die Farben wieder trocken sind. Da kommen die ja wieder viel kräftiger raus. Da wird es dann weiß. Da haben wir ja hier den Rand noch. Ja, das passt, aber da seht ihr, wie groß die werden. Das ist das, was ich gemeint habe. Pass mal auf, ich hebe das mal noch ein bisschen an. Dann seht ihr mal, wie sich da was bewegt noch. Nicht mehr viel. Okay, ist fast schon vorbei. Ich habe es halt auch ziemlich gut laufen lassen. Aber ihr seht halt hier keine so geraden Zellen, das auch was hat. Und ihr seht auch hier, wenn ihr es laufen lasst, ziemlich, habt ihr so gut wie gar nichts mehr. Also da gibt es einfach mal so gut wie keine Tropfen mehr unten, wo ihr dann abwischen müsst. Das passt. Okay, jetzt im Prinzip mal das krasse Gegenteil. Und wie gesagt, ich mache nochmal so ein Bild. Mit diesen kleinen Zellen, also mit dem Cell Creator und dem Bubble Booster, macht es auf diesen großen Rahmen und die sind dann etwas stabiler, besser und gerader.
Tee. Und dann warten wir mal, bis sie getrocknet ist. Es ist getrocknet soweit. Ich zeige es jetzt einmal von Weitem. Also ich finde auch, sie sieht hier wie so ein Seepferdchen. Und es ist so gut wie getrocknet, zwar noch nicht ganz. Ich hoffe, ihr könnt es soweit gut sehen. Aber cool geworden. Von Weitem denke ich mal auch besser. Ich finde halt hier dieser Kopf, die zwei Augen, die Nase und hier sogar hinten diese kleine Flügelchen. Also ist jetzt eine Interpretation von mir, aber ich finde es cool. Und ihr seht, die Zellen soweit auch alle geblieben. Muss vielleicht auch nochmal sagen, es ist wie gesagt ein günstiger Rahmen. Aber es passt, es funktioniert. Kann ich euch von der anderen Seite zeigen. Okay. Gut. Und die Farben richtig kräftig rauskommen. Da bin ich ja gespannt, wo das Bronze geblieben ist. Aber das passt. Also gut, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich mag es auch nicht mehr, wenn alles so voller Zellen ist, muss ich auch noch dazu sagen. Früher habe ich viele Zellen gemacht, aber jetzt habe ich es ein bisschen gerne, wenn ich das ganze Bild voller Zellen ist. Okay, dann wünsche ich euch was. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.